Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Triembacher, Personaltrainer aus Karlsruhe zum Thema artgerechte Ernährung. Eine sehr große Anzahl der Bevölkerung verlangt natürlich, dass wir alle Tiere artgerecht erhalten. Artgerecht halten, nicht erhalten, sondern halten. Aber auch erhaltenen. Das ist auch gut so und das ist auch richtig so. Aber wie sieht es aus mit unserer artgerechten Ernährung? Was der größte Anteil der Bevölkerung betreibt, der größte Anteil der Bevölkerung hat ein Problem. Und zwar, die Prioritäten werden leider falsch gesetzt. Falsch gesetzt, was heißt das? Essen machen wir mal irgendwann, weil Essen ist ja nicht notwendig. Essen, erstmal kommt der Job, dann kommt alles andere, kommt die Freizeit und dann vielleicht irgendwann mal auch noch die Ernährung. Diese Gewichtung hat sich in den letzten 20, 30 Jahren extrem verschlechtert. Viele Menschen nehmen überhaupt keine Rücksicht mehr, was sie tatsächlich essen. Viele Menschen ist es überhaupt nicht bewusst, was sie tatsächlich essen. Und viele Menschen wissen auch nicht, was sie essen sollten. Eine artgerechte Ernährung ist ganz einfach, dass man eben, wenn möglich, sich so weit wie möglich von einer industrialisierten Ernährung entfernt. Industrialisierte Ernährung ist eben alles, was Fertigkost ist, alles, was Fast Food ist. Alles, was man mal schnell im Vorbeigehen essen kann, das ist in der Regel natürlich auch Fast Food, schnelles Essen. Und es ist oft in der Regel sehr wertlos. Das heißt, es liefert uns vielleicht noch rohe Energie, das auch oftmals eben in einem schlechten Verhältnis, in einer schlechten Qualität. Aber inhaltlich gesehen bringt das relativ wenig. Meine beratenden Kunden, die erfreuen sich immer nach relativ kurzer Zeit, jetzt mal unabhängig vom Körpergewicht, wie sich das Körpergewicht verändert, erfreuen sich nach relativ kurzer Zeit erhöhter Vitalität, das höre ich sehr, sehr oft, schon nach 4-6 Wochen, eines besseren Schlafes und einer besseren Leistungsbereitschaft. Da gibt es natürlich auch Kunden, die natürlich irgendwann mal nach 6, 7, 8 Wochen vielleicht auch mal eben einen Durchhänger haben und wieder ins alte Essverhalten zurückdriften. Und da höre ich dann sehr oft von den meisten, dass sie sagen, ups, das hätte ich gar nicht gedacht, dass Ernährung so viel ausmacht, dass Ernährung so einen hohen Stellenwert hat. Das kann man natürlich nur dann beurteilen, wenn man sich halt auch mal artgerecht und bedarfsgerecht ernährt hat. Vorher sagt man, ja, ich fühle mich wohl, mir geht's gut, mir fallen keine Haare aus, ich kann gehen, ich kann denken, ich kann meinen normalen tagtäglichen Ablauf, ist normal, klar ist er normal, wenn wir nichts anderes kennen. Wer aber einmal über natürlich eine gute Ernährung seinen Körper alle relevanten Nährstoffe im optimalen Verhältnis zuführt, der kann schon unterscheiden, was ist eine bessere Leistungsbereitschaft, der kann schon unterscheiden, was es heißt, mehr Power zu haben, der kann schon unterscheiden, dass man auf einmal den ganzen Tag eben hauptsächlich fit ist und nicht laufend eben müde ist, träge ist und keine Leistungsbereitschaft zeigt. Und vor allem derjenige, der sich über Jahre hinweg gesund und artgerecht ernährt, der wird natürlich feststellen, dass es das beste Anti-Aging-Konzept ist, was es überhaupt gibt. Und wenn wir mal, ihr habt bestimmt auch in eurem Bekanntenkreis Menschen, die etwas jünger aussehen wie die anderen, die etwas vitaler sind wie die anderen. Und da ist es oft der Anteil derer, die natürlich eben einmal Sport betreiben, regelmäßig Sport betreiben und natürlich auch auf die Ernährung achten und nicht einfach das essen, was ihnen in die Finger kommt. Deswegen macht es immer Sinn, auch mal sich Gedanken darüber zu machen, wie könnte ich mein Essverhalten optimieren, und da war das allererste, das allerwichtigste ist, eine Zeitstruktur, regelmäßiges Essen und nicht einfach denken, naja, ich esse irgendwann mal. Die meisten essen dann abends, weil sie den ganzen Tag vergessen haben zu essen und dann essen sie abends oft die Dinge, was sie nicht essen sollen und dann natürlich eben auch oftmals Zuckerlast und zwar vorm Fernsehen, was könnte ich mir jetzt alles reinpfeifen, weil der Geist hat das erste Mal Ruhe, weil natürlich den ganzen Tag Stress war, Kopf schallt ab und so, und jetzt sagt der Körper so, jetzt würde ich gerne kompensieren, jetzt möchte ich das haben, was mir den ganzen Tag fehlt. Aber das führt man nicht in gesunder Variante zu, sondern eben in dieser Variante, braucht der Körper nicht, nicht essentiell. Deswegen macht euch Gedanken, ob es nicht Sinn machen könnte, sich ein wenig artgerechter zu ernähren, ein bisschen mehr auf die Ernährung zu achten. Das war's, Andreas Triembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine artgerechte Ernährung, meine Aufgabe.